Sag mal, das ist doch gut. War der nicht verpufft, aber das ist so sauer. Oh, das ist hart. Deine Augen sind groß geworden, wie wenn du bei McDonald's diese Angebote siehst, Bruder, ja? Oh, okay. Okay, und du bist nicht... Marius lacht alle mit mir. Digga, früher hatte ich nix. Heute fahr ich durch Beverly Hills, Diese Bitch, Digga, will da nur mich. Diese Bitch, Digga, will da nur mich. Digga, kauf mir jetzt goldene Grills. Boah, Junge! Gegen wen fightet ihr überhaupt? Gegen Outlaws haben wir Kriegsvertrag. Gesundheit, danke dir. Ah, Bilal. Wieso stehen die ganzen Mir wurde gesagt, sie haben die Autos ausgesucht. Korrekt. Bruder, bitte cringe doch nicht. Kommen Sie da drauf? Digga, bitte cringe doch nicht. Genau diese Karriere Young Reckless zu geben. Naja, wenn ich an richtige Straßenpenner denke, mir, da denke ich an so eine Kiste. Oder what? Mit. What are you say? Oh, mein OG ist da, bitte schön. Was war das gestern? Was meinst du? Ja, was war das gestern? Was meinst du, frage ich dich. Ja, warum ihr gestern auf uns geschossen habt. Ich war gestern nicht da. Ja, ich ruf mal Ali her, dass wir das klären. Gibt uns einfach die Waffen zurück und dann ist das Ding durch. Wer ist Ali? Ali El-Safi. Loco, weißt du Bescheid, was gestern war? Nein. Ah, warst du hier nicht da. Und der mit der Maske, weiß er Bescheid? Ja. Ja, perfekt, dann tu mal bis der Bitcoin aufklären, danke. Halt mal deine Fresse. Und was, wenn nicht? Was, wenn nicht? Willst du dann wieder während einem Kriegsvertrag anfangen zu schießen? Komm mir nicht zu nah. Was machst du da? Mach mir die Fesseln weg. Lass deine Hunde das machen. Bitte, wir haben Fesseln im Lager. Wir haben keine Fesseln im Lager. Wir haben keine Fesseln im Lager. Schade. Gut, was willst du jetzt, Landmafia? Ja, wir müssen auf Ali El-Safi hier warten. Wir müssen gar nichts. Doch, hat er gesagt. Ruf ihn an, dann sagt dir Papa Bescheid. Schicke Kiste, Landmafia. Ja. Darin kann ich Loco machen. Ey, Mr. Bitcoin muss unsere Autos ändern, ne? Hat Ali gesagt. Kein anderer darf das ändern. Ehrlich jetzt. Warum darf Mr. Bitcoin entscheiden, welche Autos wir haben? Er entscheidet für jede Familie. Genau. Warum entscheidet Mr. Bitcoin das? Bro, ich habe gerade nachgefragt und die haben mir genau diese Antwort gegeben. Dass Mr. Bitcoin das entscheidet. Dass Mr. Bitcoin entscheidet, wer welches Auto hat. Ja, ehrlich jetzt. Genau so haben sie gesagt. Naja, der entscheidet das auch. Oh mein Gott. Tut mir leid. Wow, Bruder, Mr. Ja. Bitcoin. Ich werde meinen Führerschein abgeben, Bruder, ja. Aber wie gesagt, tut mir leid, Mirda, was willst du? Ja. Jump den weg, Mann! Oh mein Gott, was denkt er sich eigentlich? Oh. The fuck. Scheiße, Bruder! Bruder, du weißt gar nicht. Bendejo de mierda. Geht die jumpen, ich mal hin, Mann. Steck dir die Zähne aus. Steh auch, Loco hoch. Genau. Die hängen sich schon wieder. Ja, aber was probiert der, Digga? Mr. Coin. Aber ich dachte, Abu entscheidet, aber Bitcoin, Bruder? Ich weiß nicht, drei Hits. Ey, die anderen nicht hochheben lassen. Say with Manners. Ruf mal Ali an, bitte. Ich will die Sache schnell klären, dann kannst du abhauen. Halt mal deine Fresse, Mierda. Red ordentlich. Hermano,
Leg's nicht drauf an, Mafia Bueno. Red ordentlich einfach. Klär das schnell mit Ali, dann kannst du deinen Weg gehen und wir gehen unseren Weg. Mr. Bitcoin und Mafia sind jetzt hier. Die warten beide auf dich. Kajate. Was machst du? Warum zuckst du? Hm? Was ist los, hä? Warum zuckst du? Was ist? Warum zuckst du? Na, was denn? Ha? Ey, wo ist euch Albert, die kleine Schlampe her, die kleine Frackhure, wo ist die? Alter, Bruder, warum redest du so? Sag mal, warum redest du so? War der nicht vor kurzem noch bei Kafkas? Die kleine Schlampe? Oh, Bruder, warum bist du so sauer, Bruder? Sag mal, warum bist du so sauer, Bruder? Warum bist du so sauer? Warum bist du so sauer, ey? Warum bist du so sauer, ey? Warum bist du so sauer? Leg dich! Leg dich hin, Bruder! Wer ist jetzt die Schlampe? Wer ist jetzt die Schlampe, Bruder? Sag mal, wer ist jetzt die Schlampe, ey? Ah, die Schüsse kommen schon. Oh, das ist hart. Oh, das ist hart. Hä? Wie hat der mich bitte gefesselt, Bruder? Wie hat der mich bitte gefesselt, Bruder? Ja, boy, hau dich ab. Hoffentlich machen die Geschäftsmänner mal was. Dich jetzt zu beleidigen, das wäre auf jeden Fall nicht der Weg. Anik. Du Köter, was du bist! Du Hund! Komm, gegen dich braucht man gar nicht schießen, Junge. Du bist ein Dulli, Junge. Du bist ein richtiger Dulli. Braucht man gar nicht schießen gegen dich, du Dulli. Leg dich hin! Wer ist jetzt Dulli? Hm? Gegen wen muss man nicht schießen? Was ist denn los, du Vollidiot? Hey. An die Wand, Kajate. Bin ich schon hier. Ah. Was ist los? Du kannst du springen? Ja, ich hab aber nur noch 3. Wie viel hast du noch? Oh, eine Pistola! Hey, Hermanos, nimm dir mal die Pistole hier weg. Die 17%, die Nein sagen Caliphate. Was haben die denn gesagt? 17% Nein. Ist Loco mad? Ah, safe, ja. Einer hat Spruch von TikTok gelernt und so. Er möchte jetzt IC verwenden. Für die Löwen-Emotes. Für die Löwen. Für die Löwen-Emotes. Für die Löwen-Emotes. Bruder Albert, warum ist er so sauer auf dich? Bruder, keine Ahnung, ja, was hab ich getan? Auf einmal er sagt, die Schlampe, Bruder, die Frackhure, warum ist der so sauer? Ich bin sauer, alles gut. Bruder, bitte, man sieht doch, dass du sauer bist. Ja, ich bin sauer, man sieht, deine Ader ist gleich am Platzen, ehrlich. Ich stotter, Bruder. Deine Augen sind groß geworden, wie wenn du bei McDonalds diese Angebote siehst, Bruder, ja? Genauso sind deine Augen groß geworden, als du Albert gesehen hast. Bruder, du bist doch schon selber sauer, erklär mal. Du bist nicht sauer? Okay, was hast du gegen Albert? Sag mal, was hast du gegen Albert? Er ist eine Schlampe. So wie du? Schlampe, keine Sorge. Ja, du weißt immer, wo dein Zuhause ist, aber ab und zu fickst du mit anderen so. Ist trotzdem eine Schlampe, so, weißt du? Ich fick höchstens deine Mutter und Albers Mutter. Okay. Und du bist nicht sauer, Bruder? Also ich glaube, meine Mutter fickst du nicht, weil unter den Füßen meiner Mutter ist das Paradies. Und das solltest du, Luco, eigentlich wissen. Also Hermano, damit du Bescheid weißt. Deine Madre war die, die dein Vater für Geld verkauft hat. Das weißt du schon, sie? Nochmal bitte? Deine Madre? Ja. Ist diejenige, die dein Vater für Geld verkauft hat. Trotzdem unter ihren Füßen ist das Paradies. Ah, Mann, Geschäftsmänner. Sie hat dich am Ende an einem Waisenhaus verkauft. Trotzdem, wer bist du, um zu urteilen? Haben wir nicht alle unser Brot zu tragen? Unser Kreuz zu tragen? Ja, Maniak.
Seid ihr die Geschäftsmänner hier? Ja. Scheiße. Wieso benutzen die euren Namen, um dann einen hinterhältigen Angriff zu planen? Was soll das? Wir haben die nicht angegriffen, die haben uns angegriffen. Das ist eine widerwärtige Aussage. Was wurde denn gesagt? Die haben gesagt, wir dürfen nichts mit denen machen. Die haben uns provoziert, wir dürfen nichts mit denen machen, weil die Geschäftsmänner verbieten ist. Das stimmt nicht. Wir haben gesagt, dann, wir haben einen Kriegsvertrag und ihr sollt hierher kommen, um das zu klären. Weil gestern wurde... Redest du mit mir oder mit ihm? Geschäftsmann, ja, mit wem redest du? Geschäftsmann, mit wem redest du? Mr. Bitcoin hat dir geantwortet. Ja, war ja klar. Sorry. Ja. Gut. Ich erwarte noch etwas von Ihnen, das wissen Sie, ja? Was erwarten Sie? Sie weiß ganz genau, was ich von dir erwarte. Sie weiß ganz genau, Sie wissen es ganz genau. Bitte richtig konjugieren. Nein! Hey, das war nicht böse gemeint! Chill, Bruder, chill! Chill, das war Spaß, das war Spaß. Ich hab ehrlich keine Lust auf diesen Kindergarten. Macht euren Quatsch alleine, wir gehen. Salam alaikum. Hey, wieso heult ihr denn jetzt schon wieder Geschäftsmänner? Ich heul nicht, ich hab nur keine Zeit für so Kinderkram, Mensch. Er will Waffen von dir, hol deine Waffen selber, Lil Mann. Welche Waffen von mir? Welche Waffen? Das ist die Frage. Welche Waffen? Wie, welche Waffen? Diese Geschäftsmänner, nein, Bruder! Grace bekommen. Reicht das nicht, oder wie? Diese Geschäftsmänner, ne? Was möchten Sie, Mr. Vitka? Hey! Es wurde euer Name benutzt. Deswegen seid ihr eingemischt. Hey! Was machst du, Bruder? Ey, Bro. Ich hab ihn nur korrigiert, weil er einen Fehler gemacht hat. Warum ist er direkt mad? Wenn Abu die fertig macht, Bruder, bleiben die wie Hunde immer noch recht, Bruder. Was soll ich dir sagen, Bruder? Was soll ich dir sagen? Na klar, wenn es darum geht, dass wir Recht haben, wird Recht zu Unrecht gemacht. Aber das ist ja klar. Was ist... Na klar. Bruder, wenn Young Rick das Recht hat, eine Sache, ja, okay. Nee, das ist jetzt der Grund, warum wir gehen. Das ist jetzt der Grund, warum wir gehen, Bruder. Oh mein Gott, Bruder. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ist ja egal. Wir brauchen die Waffen nicht. Ja, Jungs, lass auf die Waffen scheißen, bitte. Diese Geschäftsmänner sind für nichts zu gebrauchen. Gegen Kali keine Chance. Weißt du eigentlich, warum die auf uns geschossen haben gestern? Warum haben die auf uns geschossen? Wir waren ja mitten im Fight, die fahren mit Arsch an uns ran. Einer schießt aus Versehen, also schießt in die Richtung, ja. Aber nicht mal aufs Auto, ne? Ja. Weil der dachte, das ist vielleicht einer von denen. Dann haben die einfach angefangen, alle auf Ja, ich weiß. Das weiß ich. Das weiß ich. Deswegen scheiß auf die. Gegen Kali kannst du nichts machen. Geschäftsmänner sind. Weil dich, ey, Mirda, stell dich dahin, hab ich gesagt. Du kleine verschissene Chucha, steh auf, Mirda. Steh verdammt nochmal auf, Mirda. Ich hab dir gesagt, steh auf! Discord? Steh verdammt nochmal auf! Na gut. Er will nicht aufstehen. Was? Wir haben gerade. Einen Auftrag bekommen, einen neuen. Ich sehe gerade einen Discord-Nachricht bodenlos. Herr Manus lacht alle mit mir. Ist das köstlich, Mirda? Wir werden euch aufessen. Wir dürfen euch von 21 Uhr bis 0 Uhr nicht anfassen davor und danach seid ihr unser Frühstück und Abendbrot. Versteht ihr mich? Versteht ihr mich? Könnt ihr mich verstehen? So, wie spät ist das? Okay. 20.24 Uhr. Einmal alle abknallen, außer Lel Mafia und Bilal. Gut, Jungs. Lass mich den anderen. Schau mal. Ich liebe das RP auf Kali City. Bilal und wieso liegt Bilal? Wieso liegt Bilal? Bambi. Wieso? Ja, der ist schon gerannt. Ich wollte die Kugel fangen, glaube ich. So, Lil Mafia, mitnehmen, Mirda, und verschiss nochmal auf Caio Perico aussetzen, Mirda. Auf Caio Perico! Du gehst auf Baller, Bars zu Rex. Chicks. Ey, Lil Mafia, steig auf. Boah, ich hätte fast über den gelacht. Hallo. Ja, war die Team. Gehst auf Baller, Bars. Soll ich ihn dann ein Foto schicken? Das ist Bitcoin. Chef, ich hätte jetzt über den Witze gemacht. Ey, Melli, danke dir. Ich küsse dein Herz. Adios. Geh so Bola, Bars, du Rex. Chicks. Hallo? Hoi.
Warum so demotiviert? Weil hätte ich mich über den lustig gemacht, Bruder, wär dick vorbei gewesen. Ich hätte meinen Bann. Hallo, hallo? Wir haben jetzt ein. Ich habe jetzt ein Bild. Warum bist du so demotiviert? Ich habe jetzt ein Bild erstellt. Aber wo habe ich das gespeichert? Hier. Zack. Wie kommt man auf dieses Kajo? Mit Rücken, ne? Ey, wir machen Ausstellung nur noch bis 21 Uhr. Hallo, hallo? Für was soll ich Ding bekommen, wenn ich Kali City mache? Bitte! Bitte, Bruder, bitte! Bitte, bitte! Nein, lass mal. Auf Kaju musst du entweder, ich weiß nicht, ob es die Brücke noch gibt. Oder ja, wenn es die Brücke nicht mehr gibt, dann musst du mit Heli. Weißt du, wo ungefähr die Brücke war? Müsste hier links irgendwo sein. Aber ich weiß nicht mehr, ob es die gibt, weil früher waren die Elite da. Jetzt irgendwo hier müsste die sein. Nee, ich glaube, die ist nicht mehr da. Na, kacke, ne? Ne, ist blöd, ja. Ey! Ah! Hey. Ah, ich bin nicht angeschnallt. Bro, ich bin nicht angeschnallt. Du kannst keine Stunts machen. Direkt wieder raufkommen. Wenn ich nicht angeschnallt bin, kannst du keine Stunts machen. Schau mal, ich kann gerade nicht in die Karte gucken, aber schau mal in. Oje, Mini. Sorry, tut euch mir leid. Ja, kannst du mir mal kurz helfen? Ich habe jetzt gerade ein bisschen Kopfschmerzen, wenn du verstehst, was ich meine. Wobei sollte ich dir helfen? Kannst du mich mal tragen oder sowas? Kurz? Ja, tragen kann ich kurz machen, ja. Ah, nee, und hast du Fesseln dabei? Ja. Okay, kannst du mich mal kurz fesseln? Na, du bist schon gefesselt. Nee, ich meine kurz entfesseln, weil ich habe ein bisschen, du weißt. Das ist ja das. Wie soll ich das? Nein. Wie soll ich. Warte, ich geh an die Wand. Hast du eine Waffe dabei? Nein, Bruder, ich fein dich auf Träger. Ich hab eine Waffe, du kannst das meine Waffe nehmen. Wir machen, wir erinnern wir auf Kai oder so, okay? Ja, okay, dann kannst du mich tragen? Das ist besser. Warum steig wieder auf? Nein, du musst mich tragen. Es ist hier schwer gerade zu. Es ist schwer, du musst mich tragen. Mafia. Du musst mich tragen. Hallo? Ja, du musst mich tragen. Du wieder aufsteigen? Ja, du musst mich tragen! Hallo, kannst du mich tragen? Hallo, ja! Hallo, du musst mich tragen. Ja, aber ich kann dich doch nicht tragen. Ja, das ist ja das Problem, was ich gerade probiere. Ich mache wirklich nichts. Wirklich. Ich schaue gegen die Wand. Wenn ich irgendeine Bewegung mache, kannst du mich sofort abknallen. Versprochen. Ja, ich. Ey, mein Wort ist mir viel wert. Wir auf der Straße, wir legen auf eine Sache Wert und das ist unser Wort. Nein. Wirklich. Ich mach sofort die Hände hoch. Okay. Jetzt steig auf, dann steig ich dir hinten auf dem Rücken drauf. Nein, steig du kommst drauf aus dem Rücken. Wie soll ich dir das jetzt am besten erklären? Ich habe nichts vorzumachen. Ich kann so nicht aufsteigen. Ich versuche dir das doch zu erklären. Ich mach sofort die Hände hoch. Deswegen sollst du auch als erstes aufsteigen, damit ich auf deinen Rücken. Ich trag dich einfach. Ja, und das ist. Ja. Okay, dann trag mich. Na, was denn? Du willst davor von, könntest du aufsteigen jetzt? Kannst du gar nicht aufsteigen? Ja, hm? Das ist doch das, was ich probiere zu erklären! Ach, kack drauf. Wir besorgen uns schnell einfach einen Heli und dann. Ja, machen wir das. Ich hab einen Heli. Nein. Von dir nehme ich kein Heli. Okay, dann ist es in Ordnung. Dann nimm von mir kein Heli. Okay, ich bin gerade ein bisschen misstrauisch bei dir, bitte. Was hab ich denn davon? Wenn du deinen Auftrag nicht erledigst, dann wird Bitcoin mich weiter jagen. So ist es doch. Ja, und dann bekomme ich Stress von Mr. Bitcoin. Eben, und deswegen will ich doch, dass du deinen Auftrag erledigst, damit er mich in Ruhe lässt. Nein. Ich glaube, du lügst. Ja, okay, dann besorg ein Heli. Mir ist das scheißegal. Ich habe nur um 21 Uhr einen Kriegsvertrag. Alles gut.
kacke ich auch auf dich und kacke ich auf diesen Kriegsvertrag. Okay, easy. Midnight ist gerade nicht zu Hause. Doch, siehst du doch. Ey, Midnight, hallo? Ich weiß nicht, Marcel. Wir gehen das Risiko nicht ein. Wenn der OC stottert, ist halt vorbei. Midnight? Also, ich will mal ganz kurz erklären. Zur Verfügung stellen. Ich soll den von Mr. Ich will mal ganz kurz was erklären. Nachdem wir gestern von Kali ungerechtfertigt umgeschossen wurden und es ein Regelbruch ist, weil es im Kriegsvertrag war und ich gesagt habe, wir lassen das IC klären und mir dann gesagt wurde, okay, er meldet sich, dann er sich den ganzen Abend nicht gemeldet hat, dann heute probiert haben, das weiter im RP zu klären. Ich dann die Geschäftsmänner, nachdem ich 24 Stunden warten gelassen wurde, einmal darauf hingewiesen habe, dass er sich versprochen hat, also ihn dann auch ausgelacht habe, greifen die uns jetzt wieder alle 5 Minuten an. Krass. Krass. Familienmelde deswegen. Ja, und ihr wart gerade hier in der Nähe deswegen. Krass. Könntest du mir bitte eingeben? Krass. Muss mit. Chill. Nee, geht nicht, ja. Muss woanders okay, hin. Schade, okay. Krass. Krass, Bruder. Krass. Aber ich hab so auch so ein paar Situationen mitbekommen, wo Kali die so ein bisschen fertig gemacht hat. Krass, dass die Eskalationskurve nicht so von 0 auf 100 ist, sondern normal. Okay, das ist interessant. Ich habe zu den Geschäftsmännern Black Dragon, ich habe eine Sache gesagt. Und das ist, weil er eine OOC-Sache IC angewendet hat. Wir haben OOC gestern was abgemacht und er spricht das IC an. Das hat doch mit dem RP nichts verloren. Warum sagt er, ich bekomme noch eine Sache von dir? Das hat doch im RP nichts verloren. Was, so, das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Wenn du zum Heli-Ausparker fliegst, dann kann ich dir den Heli rausholen. Alles gut. Hey, ich habe wirklich nicht lange Zeit, Bruder, bitte. Bruder, ja, ich will dir gerade keinen Spaß oder so. Ich weiß, deswegen lass das doch bitte schnell mit dem Heli machen. Ich muss doch zurückschwingen. Zurückschwingen, ja, bist du schon mal zurückgeschwungen von Kaio? Warte, ich fahre dich einfach zu deinem Anwesen oder was das ist und dann lasse ich dich einfach gehen. Aber das ist dann nicht, dass du deinen Stress mit Mr. Bitcoin bekommst, ne? Alles gut, ich sag einfach zu Mr. Bitcoin, ich hatte einfach kein Heli und ich habe dich dann einfach zurückgefahren. Okay, easy. Kannst du mich entfesseln noch? Bitte? Frag bitte deine Jungs. Oder ich bin noch nicht entfesselt, Ja, frag deine Jungs. Nein, das musst du machen, weil wir haben keine Fesseln im Lager. Wir haben keine Fesseln im Lager. Oder wir haben keine Fesseln im Lager. Wir haben keine...